Ja, dann darf ich die Pressekonferenz zur heutigen DKB Handball-Bundesliga-Partie eröffnen. SG Flensburg-Handewitt gegen GWD Minden. Am Ende stand es 35-28. Begrüße zu meiner linken Gästetrainer Goran Perkovac und Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke für die SG. Ich darf Sie um das Fazit bitten zum heutigen Spiel. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Guten Abend zusammen. Ich mache das kurz. Glückwunsch an Lubo und seine Mannschaft. Die haben den Sieg klar verdient. War eine bessere Mannschaft als wir. Wir haben aber kein schlechter Handball gespielt. Ich glaube, am Schluss haben wir 2-3 unnötige Fehler gemacht. Sonst wäre das Resultat noch etwas besser für uns. Ich bin eigentlich zufrieden, wie wir gespielt haben. Wir müssen noch abgeklärter im Angriff werden. Und dann haben wir auch vielleicht eine Chance, irgendwann mal in Flensburg vielleicht mal Punkte zu holen. Heute war das nicht der Fall. Trotzdem habe ich zu meinen Spielern gratuliert, zu guter Leistung, weil es war wirklich gut. Flensburg hat nicht so einfache Aufgabe gehabt, wie sie vielleicht vor dem Spiel gehofft haben. Und das war solide. Wir müssen uns jetzt nächste Runde gegen Hannover sicher steigern. Und das werden wir auch. Und wenn wir gegen Hannover 2 Punkte holen, dann sind wir mit Verlauf und Saison zufrieden. Ja, vielen Dank für die erste Einschätzung, Lubo. 35 erzielte Tore, das dürfte in Ordnung sein. Geht das Spiel auch für dich in Ordnung? Bist du zufrieden? Ja, guten Abend und danke, Goran, für die Glückwünsche. Ich bin zufrieden. Ich meine, wir machen gute Sachen, aber wir machen auch einfache Sachen, einfache Fehler sozusagen. Aber es ist ja auch so, wir sind mitten im Dezember, das ist unser 27. Pflichtspiel. Es ist hart, das muss ich sagen. Wir haben noch 2 Pflichtspiele diese Saison, aber ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs, wie die wieder das hinkriegen, den Konzentration. Viel besser als in Aue natürlich, das muss ich vielleicht nicht sagen, aber wir haben noch ein Niveau und ich hoffe, dass wir das auch in Göppingen zeigen können, weil das brauchen wir unbedingt, uns ein bisschen zu steigern, da Punkte zu holen. Aber jetzt erstmal ein Tag Erholung und dann konzentrieren wir uns direkt auf Göppingen und nach Göppingen, dann kriegen wir auch ein bisschen Erholung und das braucht die Mannschaft und das haben sie auch verdient. Zum Gegner möchte ich sagen, dass Goran und die Spieler, die entwickeln sich sehr gut, haben sie auch die letzte Zeit sehr gut entwickelt und es ist nicht einfach gegen eine Bundesliga-Auswahl oder gegen egal welche Gegner zu spielen, Mitte Dezember. Und Hut ab, sage ich zu meinen Jungs auch. Dankeschön. Ja, Dirk, darf ich auch gleich um dein Statement bitten. Die Rückrunde beginnt. Keine Mannschaft zeigt eine totale Konstanz. Ist das die Chance für die SG Flensburg-Handewitt, einen Titel zu erringen? Darüber reden wir noch gar nicht. Und das stellen wir ganz weit nach hinten, weil ich finde jetzt wichtig, dass wir es wirklich hinkriegen müssen. Am Dienstag ist das schon, also am Dienstag in 2,5 Tagen in Göppingen zu gewinnen. Und darauf werden wir uns konzentrieren. Und dann, wie gesagt, diese, glaube ich, kleine Pause dann tut uns schon gut. Da wird sicherlich Regeneration gemacht. Und dann kommt Magdeburg am zweiten Weihnachtstag. Und dann können wir uns, denke ich mal, vielleicht auch ein bisschen ausruhen und auf die Rückrunde, auf die dann kommende Rückrunde ab Februar gucken. Wir sind neben den Rhein-Neckar-Löwen die einzigen beiden Mannschaften, die noch in allen 3 Wettbewerben dabei sind. Und wenn wir dann dieses Jahr zu Ende haben, dann haben wir die 30 Pflichtspiele geschafft und unsere Konzentration gilt jetzt wirklich nur auf diese 2 Spiele und über was anderes haben wir immer gesagt, reden wir nicht. Ich finde, so wie unsere Mannschaft im Moment arbeitet und spielt und auch so ein Spiel in Aue muss man gewinnen und so ein Spiel wie heute muss gewonnen werden und ich finde, sie machen es auch mit Kampf und Begeisterung. Auch nochmal Dank an die Zuschauer, dass sie uns dann auch immer wieder helfen. Und das wollen wir auch weiter fortsetzen. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir im Moment haben. Und dann schauen wir im Februar dann, wie es weitergeht. Aber erstmal haben wir noch 2 wichtige Spiele. Ich glaube, wir können alle heute ein bisschen entspannt auf die Weihnachtsfeier gehen, die wir haben. Danke auch an dieser Stelle an alle Sponsoren, Beirat, Club 100, Fans, Förderer, die wir haben. Ich glaube, dass die Mannschaft vieles wiedergibt. Danke auch an Lubo, der eine wirklich gute Arbeit gemacht hat bis jetzt mit dieser Mannschaft. Und auch an die Mannschaft selbst, die zusammensteht. Und das ist eben wichtig. Und deswegen wollen wir nicht in Euphorie
oder sowas ausbrechen. Dafür haben wir überhaupt keinen Grund. Ich glaube, dass die Mannschaft weiß, wie konzentriert sie arbeiten muss und das auch tut. Und darüber freue ich mich besonders und das werden wir auch beibehalten. Und dieses Niveau so hoch zu halten, da können wir schon stolz drauf sein, finde ich. Und von daher gucken wir jetzt auf Göppingen und wollen sehen, dass wir es da hinkriegen. Ja, vielen Dank auch für diese Einschätzung. Gibt es Fragen an die Herren? Steffen ging gar nicht heute oder hast du ihn dann ganz bewusst ganz rausgelassen? Es ging schon, aber er hat noch ein bisschen Schmerzen und es ist einfach mein Philosophie. Ich werde nicht mit einem Spieler spielen, wenn er Schmerzen hat. Das ist einfach so. Aber wir werden jetzt sehen. Also er kriegt ja morgen auch Erholungstag und dann hoffe ich, dass er am Montag trainieren kann und mit nach Göppingen fahren kann. Frage an dir. Das Vorkommen ist vor der Halle gegeben mit Fans aus Wien. Ist da kein Fans zu hören? Nee, ich kann sagen, es hat jetzt laut meinem jetzigen Kenntnisstand keine Vorfälle gegeben. Ich muss dazu sagen, auch Lob an Hotti oder wir selbst klopfen uns vielleicht mal auf die Schulter. Wir haben eigentlich ganz gut kommuniziert im Vorwege. Wir sind uns alle darüber im Klaren, Minden und ich glaube auch alle Bundesliga-Vereine, dass wir, ich sag mal, Szenen nicht im Handball haben wollen, die Fußball gleichen und wir haben da uns, glaube ich, gut abgestimmt. Ich muss bis zum jetzigen Stand auch sagen, dass sich unsere Fans gut verhalten. Auch die Mindener, die hier waren vor der Halle, haben sich entsprechend vernünftig benommen und von daher, wir haben einige Maßnahmen vor dem Spiel ergriffen, von beiden Seiten getragen, da haben wir kommuniziert und so ist auch okay und ich finde, irgendeine Form von Gewalt hat im Handball nichts zu suchen und da haben wir ganz gut zusammengearbeitet und das werden wir auch weiterhin so tun. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, bleibt von mir aus Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Wir sehen uns hier wieder am zweiten Weihnachtstag gegen Magdeburg dann. Bis dahin, tschüss.